Hallo und herzlich willkommen. Da habe ich ja was angerichtet in der Folge 347 mit dem Raspberry Pi in der Version Pico. Oh, ich habe gedacht, ich zeige das einfach mal, aber die Resonanz war natürlich riesengroß. Da sind natürlich auch viele kritische Stimmen gekommen. Es ist klar, jeder möchte gern das, was er macht, was er hat, dass das auch gezeigt wird. Aber ich habe mich ganz speziell für eine Programmiersprache entschieden, und zwar für Python. Python ist eine der ja am weitesten verbreiteten Programmiersprachen mittlerweile auf dieser Welt. Und diese kleine Version von Python, die hier verwendet wird, die ist so einfach. Sie hat in dieser Version, das ist die 3er, so viel ich weiß, 33 Keywords. Also das sind Begriffe, die sind reserviert für den Compiler oder für den Interpreter. Dahinter stecken dann irgendwelche Funktionen oder auszuführende Befehle oder was auch immer. 33, die kann man noch beherrschen, denke ich mal. Bei C++ sind wir da schon bei 61, bei Java, ich meine um die 52. Und Visual Basic 120. Das ist dann schon, naja, braucht man Zusatzzahl irgendwo. Sie ist einfach. Einfach zu verstehen, einfach zu erlernen. Und dadurch, dass die Entwickler Wert darauf gelegt haben, dass man gezwungen wird, in einer gewissen Struktur zu programmieren, ist sie auch einfach wieder zu erkennen und zu lesen. Weil durch die Einrückung kann ich die Blöcke besser erkennen und viel besser sehen, was habe ich denn da eigentlich verbrochen vor 2 Jahren. Oder bei mir geht es auch schon so nach 2 Tagen, dass ich sage, wir hatten das programmiert. Ja, also, ich habe mich dafür entschieden und mitten im Sprung werde ich auch nicht umdrehen. Wir bleiben dabei. Und wenn jemand programmieren kann, auch wenn er mit einer anderen Sprache arbeitet, dann sollte es ganz leicht fallen, auch Programme der Hand zu schreiben. Oder er muss es ja nicht. Er kann ja auch in C weiterarbeiten mit dem Pico. Kein Problem. Dann noch etwas. Es kamen immer Fragen, was ist denn das nun? Der Pico und der Pico H und der Pico W und der Pico WH und eigentlich der gleiche. Das H, das steht nur für Header. Also man bekommt die Platine ganz einfach so, wenn man keinen Buchstabe dahinter hat, ohne WLAN. Und wenn man aber sagt, ich will nicht löten, ich möchte da unten, dass die Pinne da schon verlötet sind, dann muss man eine H-Version verwenden. Und wenn man sagt, ich möchte aber nicht nur hier rumspielen, ich möchte, dass der auch in die weite Welt kann, zumindest in mein WLAN und dann noch weiter, dann muss man die W Version wie WLAN. Und wenn man die auch mit den gelötet haben will, dann muss es die WH-Version sein. So einfach ist es. Teil in der WH-Version kostet, ich glaube, in den USA irgendwas um die 7 Dollar. Bei uns ist es ein bisschen teurer, klar. Das muss über den Teich gebracht werden, muss anschließend verzollt werden und dann kommt noch die Wehrmachtsteuer drauf und den ganzen Kram, der da ist. Und der Händler muss ja auch was verdienen, denn sonst würde er nicht arbeiten. Macht ja keiner von uns. Bitte ist auch der Meinung. Wird auch immer gefragt, was habt denn ihr da eigentlich für einen Vogel da? Das ist kein Vogel. Naja, im Prinzip schon. Das ist Bitte, unsere Eule, unser Maskottchen. Bitte, warum? Weil die Eule klug ist. Ob die klüger ist als ich, weiß ich nicht. Wenn ja, wird sie outgesourced. Wenn nein, darf sie weiter hier sitzen bleiben. Die kann man immer noch bei uns im Shop kaufen. Hilft uns ein klein wenig, weil wir Provision davon bekommen. Der Shop gehört übrigens, nur noch mal zu sagen, nicht zu CC2, sondern der Shop wird von Thomas Ritter betrieben. Der macht das quasi ehrenamtlich, erwirtschaftet damit etwas und gibt dem CC2 dann einen gewissen Anteil von seinem Gewinn ab, damit es uns so gut geht, dass wir ein paar Sachen kaufen können zum Spielen. Ja, ich habe gedacht, wir machen heute mal etwas, fangen ganz trivial an. Aber was ist denn wichtig? Und viele haben gesagt, wie kann ich denn irgendetwas überwachen? Mein Wohnmobil, mein Ferienhaus, meine Datsche oder sonst irgendwas. Ja, das kann man heute auf unterschiedlichen Wegen. Ein Standardweg wäre zum Beispiel, eine E-Mail zu schicken. Auch wenn es altbacken ist, aber damit kann man eine ganze Menge erreichen. Und es ist relativ einfach. So, also dieses kleine Teil kann E-Mails verschicken. Aber
wir wollen mal anders anfangen. Eine E-Mail verschicken, hallo, ich kann E-Mail verschicken, ist doch doof, oder? Wir müssen hier ein Ereignis oder sowas melden können. Und da müssen wir erstmal gucken, wie kann man irgendein Ereignis denn erkennen und dann später dieses Ereignis als E-Mail verschicken. Und das machen wir ganz, ganz einfach. Und wenn wir jetzt auf den Bildschirm schauen, da habe ich schon was draufstehen. Ja, es ist wie beim letzten Mal. Also auch hier wird wieder Taste gedrückt. Und zwar machen wir das aber ein bisschen anders. Und zwar importiere ich mir erstmal die Bibliothek, definiere einen PIN, an dem ich einen Taster anschließen will. Nein, schon angeschlossen habe. Wenn der Kameramann die Freundlichkeit besitzt, ich drehe es dann nochmal so ein bisschen um, damit man es vielleicht noch besser erkennen kann. Da ist dieser kleine Kamerad, ich nehme mal mein Frühstücksmesser da befindet sich dieser kleine Taster. So, und da, ein Taster, drückt man drauf und es schließt einen Kontakt. Und dann habe ich es aber diesmal so gemacht, damit ich nicht abfragen muss, ich habe hier unten in der letzten Zeile ein Interrupt. Das ist eine Unterbrechungsanforderung an den Prozessor. Und den habe ich da definiert. Wenn ein Ereignis passiert, ein Taster gedrückt wird, dann soll er diese Routine anspringen und soll dann ausführen, was ich hier oben definiert habe. So, ich habe definiert Button LED-Toggle. LED-Toggle hatten wir schon. Das ist Umschalten von auf, an, auf, aus und umgekehrt. So, und jetzt passen wir auf. Jetzt machen wir das. Drücken wir hier drauf und dann gucken wir uns die Leuchtdiode an. Macht er sogar. Aber er macht es richtig. So was Blödes. Ich wollte etwas zeigen, was bei. Ah, jetzt haben wir es gesehen. Einmal gedrückt, aus und angegangen. Eben hat es noch funktioniert. Problem ist bei diesen Tastern, die prellen alle. Jeder Schalter prellt und diese Billigtaster ganz besonders. Das heißt, dann kann es passieren, ich will die Leuchtdiode einschalten, einen Druck und sie geht an und jetzt haben wir gesehen, ich wollte sie jetzt ausschalten, dann ging sie aus und gleich wieder an. Warum? Weil der Taster prellt. Was ist prellen? Das sind Kontakte und die werden aufeinander gedrückt. Aber, deswegen mein Frühstücksmesser, wenn ich das mal hier auf Metall zeigen kann, wenn ich dieses Messer hier drauf fallen lassen, wie der Taster, der soll ja schnell schalten, dann springt das Ding. Und das ist das Kontaktprellen. Und was macht man nun dagegen? Man kann ganz, ganz teure, hochwertige Taster kaufen. Brauchen wir gar nicht. Wir machen das natürlich per Software. So, per Software heißt, ich muss jetzt gucken, jetzt habe ich das erste Mal Aufspringen vom Messer erreicht. Das ist einfach so. Und sobald das erste Mal aufgesprungen ist, dann lege ich mich im Programm erstmal schlafen für 200 Millisekunden und dann hat er ausgetanzt, der Kontakt, und dann sage ich, jetzt kannst du wieder neu drücken. Also wenn ich ganz schnell innerhalb von 200 Millisekunden drücken würde, würde er das nicht erkennen, weil er denkt, das ist geprellt. So, und wie machen wir das? Das kann ich Ihnen auch zeigen. Ich halte das Programm hier an und sage laden, und dann habe ich dann sinnigerweise auch gesagt, das Ding heißt dann Port 20 entprellt. Ich bin ja so klug. So, und jetzt schauen wir uns das an. Ist im Grunde genau das gleiche wie vorher auch. Und jetzt habe ich aber hier definiert die Bounce, also entprellen. Und da setze ich einen Timer und warte 200 Millisekunden, diese Periode, die wird in Millisekunden angegeben. Und danach sage ich, jetzt kannst du wieder neu nachsehen, ob irgendwo eine Taste gedrückt worden ist. So einfach ist es. Dieses Step ist, weil viele Leute sagen, man könnte das ja auch im Basic machen, so ungefähr was wie früher ein Unterprogramm war. Sehr ähnlich von der Sache her. So, und jetzt können wir mal sehen. Er hat es ja eben zweimal gütigerweise gezeigt, dass er geprellt hat. Aber jetzt kann ich hier, wenn ich das Programm denn gestartet habe, also übertragen habe, kann ich hier drücken. Das ist die Ausgangssituation. Die Leuchtdiode ist aus, an, aus, an, aus. Und hier macht er
keine Fehler mehr, weil die Prellzeit von diesem Taster, die ist auf keinen Fall länger als 200 Millisekunden. Damit habe ich das Prellen ausgeschlossen. Nicht nur diese Taster prellen, auch andere Sachen prellen. Und das muss ich natürlich auch noch ausschließen. Beziehungsweise das muss ich wissen, wenn ich irgendeinen Kontakt habe. Ich habe hier so ein Fummelsteil da. Das ist so ein Billigding. Das habe ich einfach parallel zu dem Taster angeschlossen hier. Und wenn ich jetzt hier auf die 1 drücke, dann können wir da sehen. Da ist er gleich wieder ausgegangen. Da habe ich zu lange den Finger drauf gehabt und gewackelt. Das passiert dann auch. So, also das geht damit genauso. Ich kann jedes andere Gerät, was im Grunde genommen einen Kontakt schließt, an diesen Port anschließen. Ich kann natürlich auch analoge Sachen anschließen. Ich kann Temperaturen messen, ich kann Bewegungsmelder, ich kann Entfernungsmesser. All diese Sensoren, die ich ja schon gezeigt habe in der 347, die kann ich anschließen und kann die Werte, die ich dann bekomme, die analogen Werte dann, das hier ist ja nur ein digitaler Ja-Nein-Wert, die kann ich dann übertragen und in meine E-Mail geben, dass ich sage, also der Einbrecher ist jetzt noch 2,44 Meter entfernt, jetzt musst du dich beeilen oder irgend so was Blödes. So, was sinnvoll ist, wäre natürlich, und auch den hier habe ich parallel zu den Taster und zu einem anderen Teil angeschlossen, ein solcher Read-Kontakt, das ist also ein kleines Glasröhrchen und da sind zwei Zungen drin, die zusammengedrückt werden oder zusammengezogen werden, wenn ein Magnet in die Nähe kommt. Und jetzt habe ich hier einen Magneten und wenn ich damit in die Nähe komme, und dann gehen wir mal hier rüber, damit wir die Leuchtdiode gleich mitsehen können, so, dann sehen wir, das funktioniert genauso. So, das war also im Grunde genommen schon das Ziel, erstmal mit ganz einfachen Kontakten, einen Magnetkontakt, ein Read-Relais oder sowas, was ich irgendwo hinsetze. Natürlich kann ich auch, die gibt es ja mittlerweile auch als drahtlose Version, auch die kann ich dann anschließen und die irgendwo an die Tür nageln oder kleben, wird ja nicht mehr genagelt, oder an ein Fenster oder wo auch immer. Und sobald dieses Teil dann geöffnet wird, sobald der Magnet dann an diesem Read-Kontakt vorbeigeht oder entfernt wird, dass der Kontakt sich öffnet, das kann ich ja noch definieren, ob ich geöffnet haben will oder geschlossen haben will, dann, dann habe ich mein Ereignis, was ich haben will. Was meine ich jetzt mit meinem Ereignis? Also, da gibt es eine Version, das machen wir hier erstmal Stopp. Und ich lade mir jetzt die Sachen, habe ich hier drauf. Achso, ich verlinke das natürlich wieder, dass jeder das laden kann und dann direkt auf seinem Pico draufschieben kann. Und zwar ist da mail.pü. Das ist jetzt ein Programm, welches hier im Grunde genommen E-Mails verschicken kann. In einer einfachen Form, altes Protokoll, SMTP, spielt alles keine Rolle. Ich will ja nur eine Information übertragen und da muss ich nichts irgendwas Hochmodernes haben. So, und wenn wir jetzt hier sehen, da haben wir wieder diese Import-Geschichten. Import Network habe ich drin und vor allen Dingen hier unten dieses Import U-Mail, das da. Oder Mühmail heißt das. Hier ist ein U drin, aber wir kriegen es nicht anders hin. Das kann man sich auch frei laden von diesem Elektronikkompendium. Muss man ein bisschen suchen, die haben es versteckt und haben es nicht direkt verlinkt, aber man findet es und ich werde den Link, dass man direkt dahin springen kann, auch den in den Text zum Video mit reinschreiben und natürlich auch auf die Homepage cc2tv. Und dann gucken wir mal hier. Hier haben wir das Gleiche, die Initialisierung von PIN 20. Das ist da, wo der Kontakt oder ein Taster oder sowas angeschlossen ist. Ich habe den ganzen Kram hier parallel geschaltet. Und dann kommen hier WLAN, SSID. Da muss ich also eingeben, wo ich mich im WLAN anmelden will. Zum Beispiel an meiner Max-Schachtel oder andere sagen auch Fritzbox dazu. Und muss natürlich auch das Passwort eingeben, sonst könnte sich ja jeder anmelden. So, und dann habe ich hier unten, muss ich jetzt angeben, mein E-Mail,
Account, mein Konto, wo ich das denn auch hinsenden will. Ich bin dann im WLAN, muss aber jetzt noch sagen, jetzt muss ich erstmal definieren, wo schicke ich denn meine Informationen überhaupt hin. Das wird hier gemacht, das ist natürlich ein Test-Account, den braucht keiner ausprobieren, der funktioniert nach der Sendung nicht mehr. Und ja, und dann haben wir hier einen Empfänger, das bin ich dann, info@wolfgangrudolf.de, da will ich die Informationen letztendlich hinhaben. So, das andere ist mein Provider da oben, wo ich meine Daten hinschicke und der schickt es dann weiter zu mir. Wenn ich diese paar Sachen definiert habe in diesem Mühmail, dann bin ich im Grunde genommen schon fertig. Und jetzt definiere ich noch den Text und sage hier den Mailtext, das ist eine Variable, da schreibe ich das rein, der Taster wurde gedrückt. Viele Leute haben gefragt, muss das sein mit diesen Variablen? Jein, es ist viel, viel einfacher. Gut, ich meine, wenn ich das nur ein einziges Mal im Programm brauche, brauche ich vielleicht nicht unbedingt eine Variable. Dann kann ich das auch an der Stelle, wo ich die Variable einsetze, direkt einsetzen. Aber so ist es natürlich eleganter und ich habe einen besseren Überblick. So, und dann geht es hier weiter. Ich definiere noch den PIN, wo die LED drauf ist. Brauche ich ja eigentlich nicht mehr, denn wenn ich nicht da bin, weil ich ja eine Nachricht per E-Mail bekommen will, muss das ja keine Leuchtdiode sein, aber egal, ich habe es hier noch drin. Und dann die Verbindung herstellen. Jetzt geht es also los. Das ist jetzt schon in diesem Mühmail im Grunde genommen. Da wird jetzt erstmal geguckt, ist da ein WLAN? Kann ich mich mit den oben angegebenen Daten in diesem WLAN anmelden? Und wenn ich mich anmelden kann, ist alles gut. Und wenn nicht, dann bekomme ich anschließend eine Meldung. Nee, das hat nicht funktioniert. Sonst sagt er mir also hier Verbindung hergestellt, das habe ich hier. Oder hier unten, da sehen wir keine WLAN-Verbindung. Das kann auch passieren. Könnte man jetzt noch erweitern, wenn sowas öfter passiert, kann ich auch den Code, den ich zurückbekommen habe, noch ausgeben und kann aufgrund dieses Zifferncodes, eine Ziffer ist es nur, dann feststellen, warum nicht, was ist schiefgegangen, wo muss ich den Fehler suchen. So, und dann definiere ich das, was wir vorher gemacht haben, diese Abfrage von diesem Taster, jetzt quasi als Unterprogramm an dieser Stelle hier. Und zwar diese Dev on Prest, so heißt dieses Ding da. Und jetzt sehen wir im Grunde genommen, was hier gemacht werden soll. Also da Print-Taste gedrückt ist das. Und jetzt nehmen wir hier, was hier gemacht werden soll. Jetzt kommt diese ganze SMTP-Handling, haben wir nichts mit zu tun, ist alles vorgefertigt in Mühmail drin. Und da hier die Variablen sind, die wir oben definiert haben, brauchen wir hier im Grunde nichts dran zu ändern. Das kann alles so bleiben, wie es ist. Und jetzt habe ich hier unten, das haben wir eben auch schon gesehen, diese Emprel-Routine und diese Interrupt-Routine. Das ist alles. Das musste jetzt nur zusammengeführt werden, dieses WinSig-Programm zum Abfragen eines Tasters, Schalters, Kontaktes oder was auch immer und dieses Mühmail-Programm, was die Sache dann rausschickt zu dem Provider, da haben wir gesehen, mit diesem kryptischen String da, der nachher nicht mehr gilt, und an meine E-Mail-Adresse. Wenn ich jetzt hier meinen Rechner mal aufwecke, so, und ja, der hat wieder irgendwelchen Müll empfangen, aber das ist ja üblich. Und ich drücke jetzt hier auf meine Taste oder ich öffne meine Tür am Wochenendhaus. So, wenn ich jetzt hier jetzt auf Ausführungen klicke und werde jetzt hier meine Tür öffnen oder schließen oder was auch immer. Und jetzt hatte mir schon eine Nachricht per E-Mail geschickt. Wenn ich jetzt hier den aus dem Schlaf wecke und rufe meine E-Mails ab und sehe mir das an, ich habe keinen Zeitstempel da drauf. Ich drehe das einfach mal so um und da sehen wir also hier das Fettgedruckte. Das ist jetzt die neue E-Mail-Nachricht, die gekommen ist. Und wenn ich jetzt von hinten da drauf gehe, wenn ich das denn schaffe, das sehen wir mal. Und dann nach unten gehen, da sehen wir dann, der Taster wurde gedrückt. So einfach ist es, so einfach geht es. Natürlich, der Taster wurde gedrückt, kann ich hinschreiben, die Hintertür wurde geöffnet, die Vordertür wurde geöffnet.
der Hund hat sein Körbchen verlassen oder was auch immer. Und damit habe ich die Möglichkeit, oder ich kann einen Wassermelder irgendwo hin tun und kann sagen, der Wasserhahn tropft oder was weiß ich was, der Nachbar ist nicht mehr ganz dicht, aber das ist ja dann schwieriger, das festzustellen. Irgendwelche solche Sachen. Es geht einfach nur erstmal darum, zu zeigen, man kann mit diesem kleinen Rechenknecht viel mehr machen, als das, was ich vorher gezeigt habe. Wichtig ist, er kann jetzt Informationen, die er intern von irgendwelchen Sensoren gesammelt hat, nach außen geben. Und ich kann, wenn ich unterwegs bin, auf meinem Datafon eine Nachricht bekommen und kann sagen, okay, alles gut. Oder wenn ich in Urlaub fahre und habe das Teil zu Hause, kann ich zu Hause einige Sachen überwachen und habe die Möglichkeit, dann von unterwegs zu kontrollieren, was passiert im Moment bei mir zu Hause. Das können wir alles selbst machen mit einem so kleinen Rechner, mit einem so minimalen Aufwand. Und es kostet nichts außer diesem bisschen Hardware. Und ja, ich habe zwar hier den Raspberry 400, aber den benutze ich ja nur als Rechner. Ich kann ja jeden anderen Rechner dafür ebenfalls benutzen. Und das ist alles. Und dann hängt der einfach nur noch an der Stromversorgung, an einem Steckernetzteil oder einer Powerbank oder sonst irgendetwas. Oder im Wochenendhaus an eine Powerbank, die mit einer Solarzelle, die auf dem Dach ist, unter Spannung gehalten wird und schickt mir dann regelmäßig Nachrichten. Ich brauche mich nicht mehr darum zu kümmern. Also ich finde das fantastisch, was heutzutage mit solchen kleinen Dingern möglich ist. Er kann übrigens auch Bluetooth und im Gegenteil, der ist zwar nur in 2,4 GHz Netz von WLAN beweglich, 5 kann er nicht, das macht nur der Raspberry, der große Bruder, der Raspberry 4 zum Beispiel, aber er kann Bluetooth BLE. Also auch da hätte man noch weitere Möglichkeiten, irgendwelche Dinge, die auf BLE basieren, also diese energiesparende Bluetooth-Version, aufzunehmen. Irgendwelche Sensoren, die heute irgendwelche Informationen senden. Ich überlege mir, dass wir vielleicht darüber nochmal irgendein Beispiel machen und dann zeigen, dass man von drahtlosen Sensoren irgendwo Informationen bekommen kann, die er empfängt. Er hat eine eingebaute Antenne. Ach, das ist übrigens auch, der hat eine Kombi-Antenne da drauf. Der kann also WLAN und Bluetooth, macht er mit einer einzigen Antenne. Macht der Raspberry, der große Raspberry, die ist groß, ist dann bei mir sowas, macht das auch nicht. Der hat 2 Antennen dafür. Gut, das war's, was ich zeigen wollte. Ich wollte ja vielleicht versuchen, dem einen oder anderen ein bisschen mehr Spaß rüberzubringen, dass man heutzutage mit einem sehr, sehr geringen Aufwand so etwas selbst machen kann. Diese ganze Hype, den wir da haben, dass mir diese IoT-Geschichte, also Internet der Dinge, dass jedes Teil irgendwelche Informationen von wo an irgendwo schwingt, dass wir das selbst auch für uns nutzen können, diese Technologie. Nicht so klein, nicht so fein, aber wir bestimmen, was für Informationen wir aus der Umwelt erkennen wollen und wie und wo und wann wir sie hinschicken. Wir können natürlich auch sagen, nachts schickst du mir keine E-Mail oder am Wochenende will ich meine Ruhe haben, lass die Einbrecher ruhig arbeiten. Es ist jedem persönlich überlassen. So, das Ding, ich habe übrigens auch schon ein Display für den Kleinen, möchte ich irgendwann auch mal zeigen. Solche Dinge zu kaufen, dafür brauchen wir die Spender, weil auf Werbeeinnahmen können wir uns nicht mehr verlassen. Und da bedanke ich mich bei allen Spendern, die natürlich gleich wieder auf der Tafel stehen. Jeder, der veröffentlicht werden will, jeder, der schreibt, darf veröffentlicht werden oder Name so oder viele Grüße nach Aachen nochmal, Hund Bobby darf genannt werden. Das machen wir selbstverständlich. Und wer es vergessen hat, schreibt mir per E-Mail. Ich war so dusselig, ich habe es vergessen. Ich habe dann und dann das und das gespendet. Bitte nachträglich nennen. Gar kein Problem. Jeder, der was spendet, hat verdient. Wenn er will, dass er genannt werden kann. Zwingen werde ich keinen dazu. Wenn jemand schreibt, er will nicht, oder wenn jemand nichts schreibt, dann eben nicht. Aber bei denen, die nicht genannt werden wollen, möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Und was meinst du dazu? Ja, Bitty bedankt sich natürlich auch. Und wie gesagt, für die Urlaubsreise zum Beispiel, zum Spielen für Kinder, die im Auto sitzen, die kann man nämlich hier zausen und sowas, im Shop, der ist ja auch verlinkt unter dem Bild von dem Video bei YouTube oder
bei uns auf der Homepage. Da kann man den kleinen Kerl kaufen und dann immer an uns denken. Und wenn irgendwo ein Groschen übrig ist, heißt das heute noch so, ist mir egal. Bin ich dankbar dafür. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Und ich denke mir neue Sachen mit dem Pico aus. Bis dann und tschüss.